Und damit herzlich willkommen zum Start der bösen Kampagne von Schlacht um Mittelerde 2. Auch hier wieder auf schwer. Und wir schauen, was uns erwartet gleich. Das Ende des dritten Zeitalters. Mittelerde steht am Rande des Abgrunds. Die freien Völker kämpfen gegen Sauron, den Herrn der Ringe, dessen riesige Armeen kriegsbereit sind. In dieser dunklen Stunde kommen die Anführer der Elben, Zwerge und Menschen im Rat von Elrond zusammen, um über den nächsten Schritt zu beraten. Während die Gemeinschaft des Rings nach Süden aufbricht, um den Ursprung von Saurons Macht zu vernichten, bereiten sich die restlichen Heerführer auf die drohende Invasion der nördlichen Länder vor. Elben und Zwerge ziehen zum ersten Mal seit Menschengedenken vereint in die Schlacht gegen den gemeinsamen Feind. Ja, exakt das gleiche Intro, was wir auch bei der guten Seite hatten. Ich dachte, vielleicht variiert es wenigstens ein kleines bisschen, aber ich glaube, das war jetzt wirklich eins zu eins das gleiche. Der dunkle Herrscher Sauron weitet seinen Einfluss über ganz Mittelerde aus. Orks steigen aus dem Nebelgebirge herab. Eine gewaltige Armee hat Dol Guldur die dunkle Festung in Düsterwald verlassen. Der Krieg im Norden beginnt in Lothlorien. Dort versucht der Herr von Dol Guldur, die Elben der nahegelegenen Wälder zu zerschmettern. Lange haben wir den Angriff auf Lorien vorbereitet. Die Elben haben unsere Armeen lange genug zum Narren gehalten. Doch das hat heute ein Ende. Wir müssen eine Armee ausheben, bevor wir die Elbenstadt angreifen. Zuerst muss uns ein Baumeister eine Höhle bauen. Ihr wisst, was zu tun ist. Okay, alles klar. Wir haben jetzt quasi die erste Mission bloß von der anderen Seite. Und, dann zeigen wir ihnen mal, dass wir da sind, aber erst wenn wir vorbereitet sind, bitte. Es ist irgendwie schön, dass ich die Orkhöhle, aber ich hätte jetzt auch gern. Ja, die Orkhöhle ist fertig. Bilde Soldaten für unseren Angriff auf Lorien aus. Bin schon dabei. Anscheinend kann die Sauron ja nicht selber mitbringen. Hier müssen wir ja vor Ort ausheben. Noch eine. Interessant auch. Also anders als damals in Schlacht Mittelerde 1. Bis schon damals die guten alten Zeiten, sind Ork-Kriege nicht mehr ganz umsonst. Man, sie kosten zumindest ein bisschen was. Habt ihr das gehört? Vorwärts, Marsch! Giftklingen. Macht, was euch befohlen wird! Die Orks sind bereit! Unsere Gänge bringen uns Rohstoffe. Je mehr Gänge, desto größer unsere Reichtümer. Wir brauchen einen zweiten Gang, damit wir das Land erobern können. Aber ich bin mit dem ersten Gang noch gar nicht fertig. Jetzt lasst mir halt Zeit mit meiner Vorspeise. Mach dich nützlich. Aber es wird endlich mal Zeit, ey. Das Auge beobachtet uns. Da bekommt endlich in die Gänge kommen mal eine neue Bedeutung. Aber gut, wir haben jetzt auch uns Mund und ein paar Nazguls, mit denen können wir auch ein bisschen was anfangen. Und ein paar Bogenschützen hätte ich auch gerne. Macht, ebenfalls.
Auch wenn die Orks bestimmt keine Sprengkopf-Silberdon-Pfeile haben. Bring unsere Truppen durch die Gänge nach Lorien. Schnell! Bring unsere Truppen erst in den Gang und wähle einen anderen Gang, aus dem sie wieder rauskommen. Wisst ihr, da fällt mir gerade dieser blöde Witz ein im Sinne von, was macht eine Blondine in Indien? Die Frau an der Rezeption hat gesagt, die Toilette ist am Ende des Ganges. Ich weiß nicht warum, ich krieg so oft Gang ins Gesicht geschleudert. Höhlentrolle sind mächtige Bestien. Nicht einmal Gebäude halten ihnen stand. Wir brauchen sie, um die Elbenstadt zu vernichten. Wir brauchen eine Kluft. Nur dort können wir Höhlentrolle beschwören. So. Also. Wir wollen ja jetzt, Baumeister, und wir müssen hier die Kluft. Alles klar, die ist dann für Trolle. Abseits von Trollen, ach, ich soll jetzt in die Gänge rein, ja? Ja, ganz auf Nummer sicher. Ne, ich muss erstmal die Kluft. Also, okay, dann mache ich erstmal noch nichts anderes. Bevor ich hier irgendwelche Skripte durcheinander bringe. Schauen wir erstmal. Hier können wir nichts machen, hier haben wir nicht großartig was. Bogenschützen habe ich nicht genug Kommandofähigkeit. Saurons Mund, was kannst du denn machen? Die Kluft ist fertig. Aber bevor wir die Höhlentrolle rufen, müssen wir die Kluft verbessern. Nein. Auf Stufe 1 kann die Kluft überhaupt nichts, ist ja auch gemein. Es sei denn, das ist erstmal noch nicht freigeschaltet. Hier gibt es immer Arbeit. Die Spinnengrube, wir spielen. Kann sein, dass wir gerade wirklich die Orks spielen und nicht Mordor? Das kann gut sein, weil es ja eine der neuen Fraktionen, ne? Also, jetzt gibt es ja mittlerweile bei den guten Völkern Zwerge, Elben und Menschen. Also Menschen allgemein nicht mehr in Rohan und Gondor unterteilt. Und auf der bösen Seite gibt es hier in Schlacht Mittelerde 2, ja. Ausgezeichnet! Wir haben die Kluft verbessert! Isengard, jetzt Mordor. Jetzt können wir endlich Höhlentrolle beschwören! Ja. Isengard, Mordor und die Orks im Allgemeinen, also so quasi... Ja, die Orks als Volk an sich und nicht nur rein die Sauron unterstehen. Ich bin jetzt gerade im Überlegen. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber das sieht mir echt danach aus, als würden wir die Orks als Fraktion spielen und nicht Mordor. Und das, obwohl wir Saurons Mund hier dabei haben. Hm, ja. Der Höhlentroll ist bereit. Yeah. Wir müssen unsere Festung verteidigen, um den Sieg davonzutragen. Bau auf den Bauplätzen rund um unsere Festung mehrere Verteidigungen. Ja, mache ich gleich. Ich baue noch ein bisschen Ressourcen. Bauplätze, Buße der Festung. Zwei Defensiv-Upgrades. Ja, dann machen wir das mal. Setzt über den Fluss und vernichtet ihre geliebten Häuser und Bäume. Also bei Bäumen bin ich dabei. Okay. Die Verteidigung sind bereit. Die Elben greifen von den Bäumen aus an. Von den Bäumen, ja. Bringt noch ein Gebäude fertiggestellt. Nun, meine Diener. Guck, guck. So, ich muss mal die Nass... Ich mache ich mal auf einen separaten Slot, weil ich habe gerade versucht, die unten drüber auszuwählen, aber das funktioniert nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Wir müssen dunkle Mächte beschwören, um das Kriegsglück zu wenden. Setz einen Zauber gegen unsere Feinde ein. Immer mit der Ruhe. Was haben wir denn hier? Fledermäuse. Das ist wieder Nebel. Oh, was haben wir denn da? Rohstoffbonus für besiegte Gegner. Ich glaube, ich mache erstmal den Kriegsgesang. Der ist eigentlich niemals verkehrt mitzunehmen. Ist dein Zauber aufgeladen? Wähl ihn aus und wirke ihn auf ein Ziel. So, du kannst ja... Kann ich dich auch, wie beim ersten Teil, mit einem Baum stammen? Zerstört die Elbenbaumhäuser. Ich fühle mich gerade wie bei Overlord und Gnall sagt mir die ganze Zeit, was zu tun ist. Okay, kommt mal ran. Ja, Kampfangriff, schön. Gut, ja, die haben aktuell noch den Stein ausgerüstet, ne? Gut, dann greifen wir einfach mal mit allem an, was wir haben. Angriff! Ihr werdet dieses Land nicht besudeln! Flieht oder sterbt! Wer ist dieser Elf? So viel Mut muss bestraft werden.
Vernichtet ihn! Ja, hauen wir mal drauf. Was soll das heißen? Ich darf hier nicht einfallen. Wer hat das entschieden? Ich mache jetzt einen auf Eskanor, ne? Gute Seite, der hat. Nur ich entscheide sowas. Ja, fäll ihre Bäume. Dann können sie sich nicht mehr verstecken. Da, die Festung Loriens. Karas Galadon. Reiß sie nieder. Okay. Wir haben aber nicht das gleiche Lab-Layout, ne? Das gleiche Map-Layout, ne? Ich glaube nicht. Oh, wir haben ein bisschen was dazu bekommen. Okay, dann machen wir nochmal einen Bogenschützen, nochmal einen Troll. Fortwährend bauen. Wir könnten noch die Tunnelsysteme nutzen. Wir könnten da auch herkommen. Arbeiter. Passenderweise. Gut, okay, wir können hier auch weitermachen. Baut! Machen wir mal weiter. Ab geht er. Wie schnell wir sind. Wir haben einen Höhlentroll. Verlasst diesen Ort, oder er wird euer aller Grab sein. Guck, guck. Ja, ich habe leider keine großartigen Spezialfähigkeiten. Am anderen Ufer des Flusses, damit unsere Truppen schneller in Lorien einfallen können. Das wäre ein Einfall. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Das neue Gebäude ist fertig. Alter, so jetzt! Yeah. Zurück! Was? Okay. Da wir die böse Kampagne spielen, hat dieser Dude keine Plot Armor bis Helms Klamm mehr. Da können die Leute ja früher sterben. Denkt nur dran, wie wir damals. Ja gut, okay, es war trotzdem weiter mit der Plot Armor. Ich meine, es war ja wirklich schön, dass wir damals in Amon Hen, in Schlacht mit Leiter 1, eigentlich die gesamte Gemeinschaft ausrotten konnten. Nur hat das nicht viel gebracht, weil die ja später trotzdem wieder da waren, die Helden, warum auch immer. Also manchmal ist es dann doch nicht so ganz konsequent, wie man sich's wünscht. Aber gut, dann wäre es auch ein bisschen zu easy, ne? Also, wenn man wirklich fast die gesamte, alle Helden komplett wegmacht, und das schon early im Spiel quasi, also Schlacht mit Leiter 1 jetzt, dann man ein bisschen... Einer der größten Vorteile von den Guten ist ja eben ihre Helden. Also jetzt aus Teil 1 betrachtet. Da ist ein Riese gefangen. Hi. Teil 1 brauchst du keine Helfen. Was ist denn los? Teil 1 brauchst du ja keine Helden. Teil 2 brauchst du keine Helden, weil die ja Silberdornpfeile haben. Da geht's ja richtig ab. Es ist zu spät. Der Riese ist frei. Aber soweit ich weiß, wurden die Silberdornpfeile ja stark genervt. Ja, was heißt das stark genervt? Ein bisschen genervt in späteren Updates. Ich spiele ja mit Version 1.03 und ich glaube mit dem allerneuesten Patch oder so, den es gab, den letzten offiziellen, wurden die Silberdornpfeile ein bisschen schwächer gemacht. Aber die sind immer noch übertrieben stark. Deswegen, also solange du Silberdornpfeile hast, brauchst du eigentlich keine, nicht mal Helden oder sonst irgendwas einzusetzen. Na, du böllerst einfach alles jenseits von Gut und Böse weg. Aber so aus Teil 1 Perspektive betrachtet, wenn man da keine Helden hat, ist man ziemlich benachteiligt. Oh, hi. Noch mehr Riesen. Was war das? Sie halten einen Riesen gefangen. Befreit ihn und er wird die Elben zerschmettern. Er freut sich bestimmt riesig, uns zu sehen. So, ganz, ganz viele Orks. Ich möchte jetzt einfach mal spülen. Es ist zu spät. Der Riese ist frei. Noch mehr Orks. Der andere wird einfach ignoriert, den wir vorher schon befreit haben, ne? Passt schon. Wer bestimmt das? Ich mach verflochtes Land. Das. Den passiven Rohstoffbonus hole ich mir später. Befreit drei Riesen. Am anderen Ufer des Flusses ein Gang. Ja, das sollte kein Problem sein. Tunnel. Na, okay. Dann machen wir mal hier einen Tunnel hin. Mach dich nützlich! Können wir eigentlich Banner machen? Banner. Was euch befohlen wird. Nee, ich glaube nicht.
kühl. Zu Befehl! Hier! Ich muss als Verteidigung zu meiner Verstrahltheit sagen, ich habe zu heute nur so 2 oder 3 Stunden geschlafen und habe mich jetzt mit ein paar Kaffee zugepumpt. Ich glaube, mein Gehirn ist immer noch nicht so ganz hochgefahren. Solange ich lebe, setzt ihr keinen Fuß in dieses Heiligtum. Och, die Wette nehme ich an. Verspottet uns. Bringt ihn zu Fall. Ja, ja, die kommen schon wieder. Können wir doch wiederholen, ne? Ja, wunderbar. Einer unserer Anführer ist gefallen. Aber das heißt nichts. In der Festung kann er wiederbelebt werden. Worauf warten wir? Lorien muss fallen. Tja, Lorien, hättet ihr früher in die Waffenforschung investiert. Noch mehr Ortenkrieger. Wir können nicht noch mehr Soldaten. Weißt du, irgend so eine Waffenlobby übernimmt hier bei den Elben die Herrschaft und plötzlich empfangen die uns hier mit vollautomatischen Maschinengewehren. Irgendwelche Elben plötzlich so im Genester aufgebaut und Mörserstellungen oder so. What the fuck geht denn hier ab? So, geht mal da rein. Da können wir gleich bei dem anderen Gang rüber. Ich hätte aber trotzdem gerne ein bisschen schneller meine... Wir können auch gleich hier Ausbildungsgebäude machen. Wir haben viel zu tun. Komm, wir machen mal ganz viele Orkhöhlen. Warten wir kurz auf den Nazgul. Wir hätten gerne noch unseren dritten Riesen. Der ist doch bestimmt da irgendwo rechts entlang. Wir haben eine neue Höhle. Finde ich super. Bereit? Nicht stehen bleiben. Nazgul, wo bist du? Oh, das ist eine Spinnenhöhle. So. Unser Anführer ist zurückgekehrt. Weggefallen. Helden, schön, dass ich die Bundes... Ich habe natürlich nur meinen Nazgul sterben lassen, um euch die Bundesaufgabe zu präsentieren. Ist ja wohl klar. Da wird nicht lange diskutiert. Das passt schon. Und alle anderen Verluste sind natürlich auch einkalkuliert. Du Nazgul. Höllenfratze. Was macht Höllenfratze? Gegner verursachen deutlich weniger Schaden, sie haben deutlich weniger Rüstung. Einfach so in der Nähe, oder was? Okay, das ist interessant. Es ist zu spät. Der Riese ist frei. Gut, holen wir uns noch einen Nazgul, was soll's. Erfüllt die Pläne des Meisters. Diese Armee ist groß. Was ist denn mit dir, Zuckerschnute? Hast du schon irgendwas Neues bekommen? Leider nicht, du kannst immer noch nur. Zweifel gibt es erst auf Stufe 4. Gegner versuchen deutlich weniger Schaden, haben deutlich weniger Rüstung. Ja gut, das ist nicht schlecht. Bereit? Wir können nicht noch mehr Soldaten. Habt ihr das gehört? Hier! Das gehört, wir können nicht noch mehr Soldaten führen. Gleich mal hier passiven Bonus. Ich meine, aktuell schwimmen wir in Ressourcen, aber es muss ja nicht für die Zukunft immer so sein. Würde ich mal so spontan schätzen. Okay, ich glaube, wir sind ready. Uns fehlt zwar noch ein Nazgul, aber ist mir egal. Jetzt wird getrollt. Und gerießt. Gerießt, ja. Spürt meinen Zorn, elende Kreaturen Saurons. Beim Licht der Elberetz, ihr werdet untergehen. So. Sind Celeborn und seine Elbenhexe gekommen, um mit ihrem Volk unterzugehen? Wie reizend! Guckt mal, da ist Galadriel. Die hat auch... Alter! Ja, so... So nimmt die Niederlage also ihren schrecklichen Lauf. Galadrim, flieht! Die Elbenkönigin ist entkommen! Egal. Wir kümmern uns später um sie. Und der Nazgul ist gefallen! Ihre Frechheit wird nicht ungesühnt sein. So. Komm, hier macht man im Nahkampf mit. Gott, wie schnell es uns die Orks zerflext hat. Okay, sind ja auch nur in Anführungszeichen Orks. Sie sind unruhig. Fliehe, Galadriel, und warne die anderen! Bewegen.
Wie Tran. Machen wir kurzen Prozess. Okay, wir haben eigentlich schon genug Steinewerfer. Noch mehr Zielkrieger. Lasst nicht zu, dass es so endet. Tja, bin ja dabei. So, mal alle in die Höhlen. Wir brauchen Verstärkung. Ihre Herzen sind schwach. Lasst sie laufen. Wunderbar. Ja. Die Pläne des Meisters. Und mehr Ork-Krieger. So, Verstärkung ist auf dem Weg. Alles ist gut. Arbeitet an eurer Einstellung. Noch mehr Ork-Krieger. So, machen wir mal restlich kaputt. Mehr Truppen können wir nicht befehligen. Worauf warten wir? Lorien muss fallen. Bin ja schon dabei. Meine Glashauskompanie ist in voller Arbeitsmoral. Geht die gerade auf. Ich könnte euch auch Nahkampf angreifen lassen. Das könnte auch ganz praktisch sein. Aber gut, jetzt so mit Steine werfen, das ist ja in Ordnung. Die Höhle ist bereit. Was die auch von der Reichweite haben, ne? Wie die auch die Steine werfen, ne? Anstatt in den Bogen oder so, die gehen wie im Vakuum, wie es bei so einem Asteroidenfeld, volle Kanne rein einfach. Erfüllt die Pläne des Meisters. Zeigt ihnen, dass wir das bei der Größe. Das ist nicht ohne. So, tut mir leid. Die Veranstaltung ist geschlossen. Hiermit löse ich diese Elbenveranstaltung auf. Sauron ist in Wirklichkeit eigentlich so ein großer GEZ-Mitarbeiter und die ganzen freien Völker haben einfach keine Gebühren mehr bezahlt. Ausgezeichnet. Deswegen muss er alle Gebäude, bei denen rundfunkfähige Geräte sind, vernichten. Wurden aus ihrem magischen Wald verschwunden. Nun wird Dol Guldur alle nördlichen Länder in die Dunkelheit stürzen. Ja, das ist doch schon mal ein schöner Start gewesen. Alles klar? Dann schauen wir doch mal. Lieblingseinheit Ork-Krieger. Ja, hat man vielleicht ein bisschen gemerkt. Gut, klar hätte ich jetzt ganz viele Bogenschützen machen können oder so, aber ich meine, wenn ich schon mal Orks bin, dann möchte ich auch Orks spammen und so. Aber gut, dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei den grauen Antworten. Kann es sein, dass wir die meisten Karten wirklich 1:1 spielen, bloß auf der bösen Seite? Auch wenn das Map-Layout anders ist, aber es kann sein, dass wir die ganzen Missionen nochmal so nachspielen? Nur so aus Spaß. Nee. Mission 2 war der hohe Pass, die grauen Antworten waren erst Mission 5 bei den Guten. Okay, dann ist es nicht in der gleichen Reihenfolge. Dachte schon fast. Okay, alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei den grauen Antworten.